Skill. Letztens habe ich schlechte Browser-Games gezockt. Und heute machen wir mal was anderes. Und zwar Games, die ich damals ganz gut fand. Am Anfang fange ich mit Flute Runner. Ich habe bis jetzt eine Runde gespielt. Ja, das Game ist eigentlich ganz easy, würde ich sagen. Du musst halt einfach nur mit den Pfeiltasten oben bleiben. Und kriegst durch die Coins immer mehr Fähigkeiten. Das ist soweit das Game und ich bin wieder ganz ja, das war eine sehr gute Runde. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt die Glide-Ability bekommen. Das heißt, wir können jetzt gleiten, wenn wir wollen. Sich aber immer nur aufladen, deshalb muss ein bisschen warten. Im Moment kann ich nicht so viel springen. Und die machen eben, by the way, Schaden. Ah, du Hund! So Jungs, das wird jetzt der Run. Ganz richtig, wir spielen Feuer und Wasser, also Fireboy and Water Girl. Aber egal! Das Ganze ist ein so Quiz-Game. Muss erstmal wieder reinfinden. So, also. So. Jetzt. Ach, wie mache ich das nochmal? Also bei dem Spiel habe ich Real Talk alles vergessen. Ich kann da ja jetzt nicht einfach durchlaufen, oder? Kann ich da rüberspringen? Ich muss versuchen. Jo, kann ich. Okay, let's go. Und jetzt. Aua. Ah, Gott. Die Steuerung. Oh Gott, die Steuerung. Ai! Okay, das tut beiden weh. Wie aktiviere ich das? Ah, so, okay. Dann bewege ich mich jetzt kurz mit dem. Der ist schneller. Ist nur so ein Gefühl. Ah! Oh mein Gott. So. Und. Lauf da mal rüber. So. Und jetzt. Das zählt nicht. Ich glaube, da muss der blaue stehen. Nee. Okay, es geht beides. So, also. Aua. Wie weit bin ich denn zurückgelaufen? Er läuft automatisch. Ich mach nichts. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Oh, man kommt das so hoch. Okay. Dann spiel ich erstmal mit dem weiter. Kann ich die dann noch wegbekommen? Ja, okay. So, und jetzt kommt der hinterher. So, let's go. Erst Level 3 Minuten 20 einfach gebraucht. Huch. What? Wie macht man das denn? Okay, Jungs, Level 2. Let's go! Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und euch mit irgendjemandem unterhält? Das ist der Eiffelturm, richtig? Und wenn so ein random Typ kommt und ich einfach alles darüber erzählt, ohne dass ihr was dagegen machen könnt. Digga, ich hasse das so hart. Dieser Typ, der redet dann die ganze Zeit mit euch. Und ihr könnt einfach nicht sagen, danke, aber verpiss dich mal so. I mean, es ist ja irgendwie nett, aber es ist halt einfach nur so richtig. Abfuck. Und dann erzählt er so eine halbe Stunde irgendeine Scheiße, die man überhaupt nicht wissen will. Und will ihm auch nicht sagen, dass er abhauen soll. Das hört man einfach zu. Man steht dann so richtig nutzlos, einfach 30 Minuten an derselben Stelle. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Es ist halt mega nervig. Aber wie mache ich das jetzt? Einfach direkt rüber? Achso. Ich hab keinen Bock mehr auf das Game. It's so good.